Ja. Hallo und herzlich willkommen auf der sonnigen Seite des Lebens. Mein Name ist Eckbert Griebeling, ich bin unter anderem Lach-Yoga-Master-Trainer und das ist meine wunderschöne Partnerin, die Susan. Ja, wenn du noch nie Lach-Yoga gemacht haben solltest, tu dir selber einen Gefallen und schau dir vorher zwei kurze Videos an. Das eine ist ein Erklärvideo, was Lach-Yoga ist, und das andere die vier praktischen Schritte im Lach-Yoga. Ich verlinke in der Videobeschreibung zu diesen Videos. Ansonsten, wenn du schon mal Lach-Yoga gemacht haben solltest, musst du dir die natürlich nicht angucken. Zur Info, in der Videobeschreibung findest du unter anderem Zeitmarker. Das ist besonders praktisch, wenn du den Workshop oder Teile von diesem Workshop häufiger machen möchtest. Dann kannst du nämlich direkt dorthin springen. Ja? Okay, aber nun zum heutigen Workshop. Es geht um die Themen Neuanfang, Neuausrichtung, Neustart, Vision, Wandlung, Loslassen. Aber natürlich machen wir auch sehr viele verspielte Übungen. Erstmal in Bewegung, ja, und bitte auch mitlachen, ne? Nicht nur einfach anschauen. Später dann zur tiefen Entspannung, da kannst du dich dann gerne hinsetzen, hinlegen. Aber erstmal geht's in die Praxis, geht's ins Lachen und wie gesagt, nicht nur anschauen, sondern mitlachen. Okay, dann starten wir erstmal mit ein bisschen Lach-Yoga-Klatschen. Okay, los geht's. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho. Wunderbar. Und tief einatmen, durch die Nase strecken, recken und durch den Mund langsam ausatmen. Bis nach vorne beugen. Genau. Noch einmal ein und lange ausatmen. Super. Dann lachen wir doch einmal für die Welt, für die Gesundheit, für das Glück und für den Frieden aller Menschen. Einfach mitmachen. Die ganze Welt wird so dargestellt. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho. Ha, ha, für die Gesundheit aller Menschen. Für das Glück aller Menschen. Oh. Und für den Frieden aller Menschen. Oh. Ja, jetzt ist wieder Zeit zum Lachen hier. Lach-Yoga-Workshop. Begrüßen uns mal mit dem herzlichen Lachen vor mein Herz und. Oh. Sehr gut, sehr gut, yeah, sehr gut, yeah. Yeah. Super, dann machen wir ein bisschen Sport, lachen mal so zum Warm-up. Wir tun so, als würden wir joggen. Oh. Mit Lachen natürlich immer. Dann kraulen wir. Oh. 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 Spielen ein bisschen Beachvolleyball. Wunderbar. Und atmen wieder ein und aus. Und ein und aus. Super. Dann machen wir doch mal das symbolische Entrümpelungslachen. Wir schmeißen ganz viel alte Sachen weg mit einem Lachen. Weg damit. Brauche ich nicht mehr. Ja, und sehr häufig halten wir doch an sehr vielen Dingen, materiellen, aber halt auch anderen Dingen zu lange fest. So machen wir mal das symbolische Festhalten, Loslachen, Lachen, ja, oder so. Okay, nimmst die Hände so. Okay, dann atmest du ein, machst eine Faust, so als würdest du etwas festhalten und dann... Und nochmal einatmen, festhalten und... Und dann drittes Mal einatmen, festhalten, aber dann ganz wichtig, loslassen. Genau, und manchmal ist es auch wichtig, Nein zu sagen, ne? Und zwar so. Ne? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Genau, und auch das Ego, das können wir auch manchmal entrümpeln und das Ego
wegschicken mit dem Ego-Lachen. Ja, kennst du das? Noch nicht, ne? Glaube ich. Okay, nimmst die Hand und dann Ego! Andere Seite. Ego! Ja, und manchmal muss man sich auch abgrenzen. Ne? Genau. Ho, ho, ha, 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 ho, ho. Wieder tief einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Super. Dann machen wir das Gorilla-Lachen in drei Stufen. Zuerst so ein kleiner Baby-Gorilla. Nur mit den Fingerspitzen beklopfen wir uns so ein bisschen auf das Brustbein und lachen nur ein bisschen. Dann schon so ein Teenager-Gorilla. Wir nehmen die Handflächen und schon ein bisschen lauter. Oh. Und jetzt der Erwachsenen-Gorilla. Oh. Sehr gut, sehr gut. Yeah. Sehr gut, sehr gut. Yeah. Wunderbar. Ja, und manchmal, dann sind verschiedene Türen einfach zu, gell? Oder verschließen sich, das symbolisieren wir so mit der Faust. Manchmal hat man auch zwei verschlossene Türen. Aber wenn wir lachen, sehen wir auch mehr die offenen Türen, die Chancen, ja? Und dann, oh, und dann verschließt sich vielleicht wieder eine Tür, aber beide Türen vielleicht, und dann geht wieder eine andere auf. Verschließt sich wieder und wieder eine andere. Manchmal sind ganz viele Türen auf. Kann sich gar nicht entscheiden. Ja, wenn wir lachen, haben wir mehr einen weiteren Blick, sehen mehr andere alternativen Möglichkeiten, sehen auch die offenen Türen. Wenn wir Angst haben, gestresst sind, haben wir eher einen Tunnelblick. Wenn wir lachen, weiten wir den Blick. Okay, erstmal Tunnelblick. Ja. Man ist ein bisschen gestresst, sieht nicht so viel, aber dann langsam mehr und mehr. Weiten wir den Blick. Und Lachen ist auch super gegen Angst. Ich habe dazu halt auch noch ein eigenes Video halt gemacht, je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird. Findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Angst haben wir ja, aber auch bei Neuanfang, bei einer Neuausrichtung. Aber wenn wir lachen, reduzieren wir auch die Angst. Sehr schön mit H zu lachen bei der Angst. Wir beklopfen uns ein bisschen auf den Brustkorb und lachen mit H. Streichen Sie weg. Und fangen mal die Angst. Ha! Da ist sie drin. Dann zerquetschen wir sie in der anderen Hand. Und weg damit. Oh. Ja, und so sind wir vielleicht auch in einer positiven Energie und können viel zielgerichteter mit positiver Energie nach vorne schreiten, statt zurück oder zu zögern, auf der Stelle zu bleiben. Okay, so nimm mal deine rechte Hand und dann. Und noch einmal. Und noch einmal. Manchmal muss man allerdings auch ein bisschen Geduld haben. Ja, und Dr. Madan Kataria, der Begründer vom Lach-Yoga, sagt, you need patience. Manchmal muss man ein bisschen Geduld haben. Deswegen machen wir das Daumendrehlachen. Wir drehen die Daumen, haben Geduld und manchmal muss man ein bisschen abwarten, ja. Aber dann ist wieder ganz wichtig, wieder in diese zielgerichtete Energie zu gehen nach vorne.
Und von daher nochmal. Und mit der anderen Hand. Und dann mit beiden Händen. Wunderbar. Dazu passt auch eine schöne Version von einem sehr gut, sehr gut. Und zwar, indem wir nochmal dann mit dem Ja nicht nach oben gehen, sondern mit so einer Geste ins Ja gehen. Okay, machen wir mal. Sehr gut, sehr gut. Ja! Und noch einmal. Sehr gut. Ja! Genau, das fühlt sich doch schon ganz anders an, ja? In so einer Energie auch mal zu sein. Okay, wir atmen wieder ein und wieder aus. Wieder ein und wieder aus. Ja, und wir müssen uns auch erlauben, wenn wir in einen Neuanfang gehen, auch mal ein paar verrückte Sachen auszuprobieren. Ja? Unseren Standpunkt zu verrücken, unser Leben zu verrücken. Und das machen wir jetzt mal, indem wir verrückte Grimassen machen mit Lachen. Achtung! Bleibt ja alles unter uns. Kriegt da keiner mit. Genau. Ganz wichtig, auch mal Blödsinn zu machen, Quatsch zu machen. Ja? Das fördert auch deine Kreativität und du kommst auf ganz andere Gedanken. Ne? Und gerade eben halt auch, wenn es darum geht, dein Leben zu verrücken, ne? Das Leben ein bisschen zu verändern, ein bisschen dich neu auszurichten. Okay, dazu habe ich auch ein Video halt gemacht, wie jedes Gespräch extrem lustig sein kann. Ich verlinke dazu. Da findest du halt auch ein paar Inspirationen, wie du in deinem Alltag ein bisschen Quatsch und Blödsinn machen kannst. Ja? Ganz wichtig. Okay, dazu zählt auch, wie ich finde, das Löwenlachen, was eigentlich zwar vom Hatha-Yoga her halt herkommt, aber ich finde, das ist auch sehr verrückt. Los geht's. Und noch einmal. Und ein drittes Mal. Genau. Und noch einmal zur Wiederholung, was so wichtig ist. Wenn du verrückt bist, wenn du mehr lachst, wirst du deinen Blick weiten. Von daher machen wir diese Übung noch einmal. Ja. Sei aber auch immer gut verbunden mit deinem Herzen. Immer gut verbunden sein mit deinem Herzen, mit dem, was dir wichtig ist. Aber das dann auch zu öffnen. Nochmal Hände auf dein Herz. Wichtig, auf dein Herz zu hören, schauen, was ist dir wirklich wichtig? Was liegt dir wirklich an der Zukunft? Was möchtest du erreichen, bewirken, was liegt dir wirklich am Herzen? Ja, und dann lade ich dich ein, dich bequem hinzusetzen, hinzulegen, vielleicht sogar halt auch schon. Wir werden erstmal das freie Lachen nochmal praktizieren, die Lachmeditation, und dann geht es in die Tiefenentspannung und die Visualisierung zu diesem Thema. Ja, wir bereiten uns auch vor, bauen hier kurz um. Bis gleich. Ja, wir kommen zurück und ja, ich hoffe, du sitzt bequem bzw. liegst vielleicht sogar halt auch wie Susan. Und ich lade dich ein, dass wir miteinander das freie Lachen praktizieren. Das heißt, wir lachen einfach so und ruhig auch ein paar Minuten lang. Zuerst mit geöffneten Augen, aber dann irgendwann lade ich dich ein, auch mit geschlossenen Augen weiter zu lachen und dann auch die Augen geschlossen zu halten, wenn das okay ist, und dann geht es in die Tiefenentspannung, in die Visualisierung hinein. Wenn Augen geschlossen nicht so angenehm ist für dich, dann kannst du natürlich auch die Augen öffnen, wie immer ist ja auch alles freiwillig, aber später, wie gesagt, wenn es geht, eher Augen zulassen. Okay, aber erstmal lachen wir uns an. Einfach so. Gibt nichts zu leisten.
Aber wir probieren, am Lachen dran zu bleiben. Und dann lach noch ein bisschen mit geschlossenen Augen weiter. Langsam ausklingen. Halt die Augen weiter geschlossen. Und atme sanft ein, sanft aus. Ja. Und erlaube dir nun, Schritt für Schritt deinen Körper zu entspannen, loszulassen und schenke meiner Stimme und deinem Körper deine ganze Aufmerksamkeit. Bestimmte Körperbereiche, die ich gleich nennen werde, erlaube dir dann vor allen Dingen auch zu entspannen, vielleicht immer mal wieder mit einer bewussten Ausatmung. Ja, und so geh zuerst mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Stirn. Deine Stirn ist ganz entspannt. Deine Augenbrauen ganz entspannt. Deine Augen und der Bereich um deine Augen herum ganz entspannt. Deine Nase und der Bereich um deine Nase herum ganz entspannt. Deine Kau- und Kiefermuskulatur ganz entspannt. Gerne kannst du auch gähnen. Ich sag mal, gähnen ist super entspannt. Auch deine Zunge in deinem Mund ganz entspannt. Dein Hals, Nackenbereich, ganz entspannt. Deine rechte Schulter, ganz entspannt. Rechter Oberarm, rechter Unterarm. Rechtes Handgelenk, deine rechte Handinnenfläche, deine ganze rechte Hand und alle Finger deiner rechten Hand ganz entspannt und wohlig warm. Und so gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner linken Schulter, auch deine linke Schulter ist ganz entspannt. Linker Oberarm, linker Unterarm, linkes Handgelenk,
linke Handinnenfläche. Deine ganze linke Hand und alle Finger deiner linken Hand ganz entspannt und wohlig warm. Und so gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Rücken, oberer Rücken und unterer Rücken ganz entspannt. Die Muskulatur deines Brustkorbs ganz entspannt. Deine Bauchmuskulatur ganz entspannt. Die Muskulatur deines Beckens ganz entspannt. Deine rechte Hüfte, rechte Po-Seite ganz entspannt. Rechter Oberschenkel. Rechter Unterschenkel. Rechtes Fußgelenk. Rechte Fußsohle. Dein ganzer rechter Fuß und alle Zehen deines rechten Fußes ganz entspannt und wohlig warm. So gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner linken Hüfte, linke Po-Seite. Auch sie darf sich nun ganz entspannen. Linker Oberschenkel. Linker Unterschenkel. Linkes Fußgelenk. Linke Fußsohle. Dein ganzer linker Fuß und alle Zehen deines linken Fußes ganz entspannt und wohlig warm. Dein ganzer Körper ist ganz entspannt und wohlig warm. Mit jeder Ausatmung kannst du ein Stückchen weiter entspannen und loslassen und nimmst für einen Moment lang einfach nur deine Ein- und Ausatmung wahr, so wie sie jetzt gerade ist. Du spürst die Luft, die du einatmest und die leicht angewärmte, angefeuchtete Luft, die du ausatmest. Für einen Moment lang gibt es nur dich und deine Ein- und Ausatmung. Gedanken, die da sein können, ziehen vorbei wie Wolken am Horizont und du kehrst zurück mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Ein- und Ausatmung. Und so in diesem entspannten Zustand nach so viel Lachen lade ich dich ein, dir vorzustellen mit deinem inneren Blick, deinem inneren Auge, dass du dich am Fuße eines Berges befindest, eines schönen, grünen, bisschen bewaldeten Berges. Und du beschließt, ganz entspannt, auf einem schönen und sicheren Weg diesen Berg hinaufzugehen. Du hast schon viel von diesem Berg gehört und von seinem wunderbaren Panorama, wenn man oben angelangt ist, und freust dich, auch diese Erfahrung zu machen. Die Natur um dich herum ist satt und üppig, mit vielen Blumen und grünen Wiesen und ein paar Bäumen. Und ganz mühelos gehst du immer weiter nach oben.
und du siehst schon den Gipfel des Berges und du freust dich auf das Panorama und gehst Schritt für Schritt weiter, ganz entspannt, ganz sicher. Und dann, dort oben angelangt, auf dem Gipfel dieses Berges angekommen, hast du einen gigantischen Blick auf die Welt. Ein wunderschönes Panorama. Die Luft ist klar und frisch. Kein Wölkchen ist am Himmel. Und die Sonne wärmt angenehm deine Haut. Und du sagst dir, hey, was für ein schönes Panorama. Was für ein schöner, weiter Blick. Du genießt diese Weite und diesen Augenblick bzw. Ausblick in dein zukünftiges Leben. Was ist dir wirklich wichtig? Was liegt dir wirklich am Herzen? Jenseits vom Alltag, der Routine und den Banalitäten. Horch einfach in dich hinein, ohne zu bewerten. Alles, was du wahrnimmst, ist okay. Diesen inneren Bildern und den Inspirationen lade ich dich ein, langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurückzukommen, in dem Raum, wo du dich gerade befindest. Atme wieder ein bisschen tiefer ein und aus. Fang wieder an, dich ein bisschen zu bewegen, vielleicht die Schultern kreisen zu lassen. Dich ein bisschen zu strecken, zu recken. Und öffne dann langsam wieder deine Augen mit einem sanften, offenen Blick. Ja, willkommen zurück. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen deinen Blick weiten, vielleicht die ein oder andere Inspiration bekommen. Und dass es dir auch einfach gut getan hat, mal wieder zu lachen, dich zu entspannen. Und vielleicht noch ein Tipp, was so Neuausrichtung angeht. Schau, dass dein privates wie berufliches Leben deinen inneren Werten entspricht. Diese inneren Werte verändern sich durchaus halt auch so im Laufe des Lebens und es lohnt sich immer mal wieder zu schauen, was für Werte sind dir im Moment wichtig, beruflich, privat? Und in die Videobeschreibung werde ich einen Link posten zu einer, es gibt viele Listen, aber zu einer Liste mit solchen Werten. Und der heiße Tipp ist, diese Liste dir mal anzuschauen und dir 5 Werte auszusuchen, ganz spontan, die dir im Moment wichtig erscheinen. Und dann, wenn du diese 5 hast, so für dich, dann lade ich ein, mit einer anderen Person zu zweit das so zu machen, dass diese Person den ersten Wert benennt und dich fragt, ist dieser Wert dir wichtiger oder ist der, den du als zweites genannt hast, dir wichtiger? Ja, und so fragt dich die Person immer, erster Wert oder der zweite Wert, erster Wert oder der dritte Wert, erster Wert oder der vierte Wert, erster Wert oder der fünfte Wert. Und so kannst du eine Strichliste machen. Wenn das durch ist, dann wird die Person dich fragen, der zweite Wert, ist der zweite Wert dir wichtiger oder der dritte? Zweite oder vierte? Zweite oder fünfte? Ja, und dann dritte oder vierte? Dritte oder fünfte? Und dann letzten Endes der vierte oder der fünfte?
Und so hast du eine Rangliste von Werten und kannst dann halt schauen, ob das für dich im Moment eine wichtige, vielleicht zielführende Information ist für deine persönliche Neuausrichtung. Und wie immer, so oder so, wichtig zu lachen, auch wenn du vielleicht manchmal nicht weißt, wo das Leben so dich hinführen sollte. Und ich hoffe, dir hat dieser Workshop wieder gefallen. Uns hat es auch gefallen, wieder zu lachen miteinander. Und dann wünschen wir dir alles Gute. Lach's gut, auf ein Wiederlachen. Ha 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 ha